Guten Tag, liebe User. mrnnews.de, die Online-Zeitung aus der Metropolregion Rhein-Neckar, präsentiert Ihnen Zweitbundesliga-Basketball der Pro-Serie A aus dem Olympiastützpunkt in Heidelberg zwischen dem USC Heidelberg und den Giants aus Nördlingen. Und das Daumeteam hat sich viel vorgenommen. Der USC wartet ja immer noch auf den ersten Heimsieg. Und Oliver Komarek mit seinem ersten Zweier gab gleich die Marschrichtung an. Der USC wollte unbedingt hier heute den ersten Heimsieg gegen Nördlingen erzielen. Lindell Burleson legte nach. Den Rebound für die Giants holte Jonathan Toles und den herrlichen Angriff mit einem Layup abgeschlossen hat Janis Michael. Wieder ein Treffer von Burleson, er drückte der Partie seinen Stempel auf. Die Heidelberger fanden besser ins Spiel. Vor allen Dingen, man hatte den Eindruck, sie standen unter dem Korb besser. Hier eine schöne Balleroberung und ein schöner Korbleger von Jibril Hodges. Erneut ein Fehlversuch von den Gästen und Oliver Komarek leitet blitzschnell den Gegenzug ein und Burleson legt ihn ins Netz. Zudem bekam er noch einen Freiwurf zugesprochen, den versenkte er sicher im Netz und somit stand es nach guter Hälfte im ersten Viertel 13:8 für den USC Heidelberg. Durch aggressives Pressing versuchten die Heidelberger den Spielaufbau der Gäste schon früh zu stören und das gelang das ein um das andere Mal und wurde dann auch belohnt mit einem herrlichen Dank, so wie hier durch Jibril Hodges. Und dann war Burleson wieder an der Reihe, diesmal mit einem Dreier. 21:10, noch 2 Minuten im ersten Viertel zu spielen und in dieser Phase spielten die Heidelberger nicht Basketball, sondern sie zelebrierten ihn. Hier ein herrlicher Ballgewinn durch Oliver Komarek und Adeberg schließt herrlich ab mit einem Korbleger. Kurz vor Ende des ersten Viertels war es hier Fumi, der unter dem Korb nochmal zum Einnetzen kam und gleich darauf nochmals nach dem Angriff und dem Assist von Toles war es wiederum Fumi, der nochmals einen Zweier ins Netz der Heidelberger legte. Die letzte Aktion leitete Sebastian Dietz ein, hier herrlich gemacht gegen Toll und er spielt zu Danilo Bartel und er assistet auf Sebastian Adeberg. Und dann war auch schon Schluss des ersten Viertels, es endete 23:16 für den USC. Und auch im zweiten Viertel waren die Heidelberger die spielbestimmende Mannschaft. Und hier schön zu sehen, Jibril Hodges vereinte wieder einmal die gesamte Dynamik dieser Sportart in einer Person. Danilo Bartel, der junge Nationalspieler, war Protagonist der nächsten Aktion. Und zwar hier nach diesem Wurfversuch von Fumi holt er den Defense Rebound. Und gleich darauf im Gegenzug holt er den Offense Rebound, hier schön zu sehen. Und er netzt ihn ein und bekommt noch einen Freiwurf zugesprochen. Und den verwandelt er sicher. Und weiterhin wurde schöner Basketball geboten hier. Oliver Komarek setzt sich schön durch unter dem Korb und gleich darauf fungiert er hier als Assister für Adeberg und der legt den Überkopf in den Korb der Nördlinger. Und diese Bilder zeigen deutlich die Überlegenheit der Heidelberger am Sonntagabend hier im Olympiastützpunkt. Natürlich machten die Nördlinger auch noch schöne Körbe, so wie hier von Toles. Allerdings, er, der Spielmacher, musste sich schon früh aus dem Spielgeschehen etwas zurücknehmen aufgrund von Fouls.
Bis zur Pause wurde auch das Spiel unter dem eigenen Korb besser. Mehr und mehr Rebounds wurden gewonnen. So wie hier der Rebound von Jibril Hodges. Und er leitet im Gegenzug den Dreier von Burleson ein. Die Anzeigetafel sagt es aus, ein sehr intensives Spiel, 52 Körbe für den USC, 34 für Nördlingen. Und nach der Pause ging es ebenso weiter, gleich mit einem Dreier von Jibril Hodges. Es waren knapp 5 Minuten im zweiten Durchgang gespielt, als Lindale Burleson diesen Layup ins Netz legte zum 68-48 und es gab einen Timeout von Nördlingen. Und natürlich möchten wir in unserem Beitrag den ersten Korb von Darren Boomer Williams, den Mann mit der Nummer 54, der als Neuzugang sein erstes Spiel für den USC bestritt am Sonntagabend, nicht vorenthalten. Die Schlussphase war bereits eingeläutet, es waren noch 3 Minuten zu spielen, beim Spielstand von 87-74 für den USC. Jannis Michael setzte gegen Ende der Begegnung nochmals 2 schöne Dreier in das Netz der Heidelberger, allerdings es reichte nicht mehr, um die Begegnung zu drehen. Am Ende hieß es 96-84 für den USC Heidelberg und die hatten somit ihren ersten Heimsieg heimgefahren. Wir möchten uns verabschieden aus dem Olympiastützpunkt in Heidelberg in der Metropolregion Rhein-Neckar mit dem Hinweis, besorgen Sie sich rechtzeitig die Karten für das nächste Heimspiel, denn da kommt es zum Baden-Derby zwischen dem USC Heidelberg und der BG Karlsruhe.